Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Littlewood auf der Nintendo Switch. Endlich ist es raus für die Switch und wir machen uns hier einen. Ja, der sieht schon nett aus. Bisschen friendly, würde ich mal sagen. Können wir nicht groß? Ach so, okay, passt. Passt. So. Zack. Ah, das ist so schön, dass es endlich auf der Switch raus ist. Ich habe eigentlich nicht lange am PC gespielt. Als ich gehört habe, dass es für die Switch rauskommt, habe ich das Spiel links liegen lassen und habe gewartet auf die Switch-Version. Und jetzt ist sie da. Und wir move mit Left Stick, Confirm A, Cancel B, Sprint R. Okay, to open your inventory, press the B button. Okay. Uta, you're awake. I was so worried about you. You were asleep for 3 days. All of the towns across Solheim are finally beginning to rebuild. What? You don't remember anything? Also wir haben, soweit ich es mitbekommen habe, wir haben die Welt gerettet und können uns an nichts mehr erinnern und wir bauen jetzt die Stadt hier wieder auf. Come on, don't be silly. You, the hero of Solheim, saved the world by defeating the Dark Wizard. You really can't remember, huh? That means you probably don't remember the... never mind, we'll get you back to normal soon. Well, first things first, we've gotta rebuild this town. I don't know what this town's name was. How about we give it a new name? What do you think, Wuzhou? Mir gefällt Littlewood, ich lasse das so. Ich mag das. That settles it. This town will be called Littlewood. Hey, is that Dalton over there? He got my letter. Now we'll have more help with rebuilding Littlewood. Oh, and I almost forgot. Here's a blueprint for a house. You should build it right away. My house. Das Coole an dem Spiel ist, es gibt hier diesen Build-Mode und wir können damit im Endeffekt alles machen. Wir können hier das Land höher machen, das Land wieder senken. Wir können hier Wasser draus machen. Also wir können alles machen, was wir wollen. Und das Coole dran ist, das kostet, soweit ich weiß, hier nicht wirklich was. Von den Häusern her sehen wir, Willows Haus haben wir schon, also ist schon gebaut. My House bauen wir jetzt direkt daneben hin. I don't have enough materials. Okay. Wir benötigen Materialien. Hier haben wir Plain Brick. Ja. Zack. Und hier ist auch noch was drin. Wooden Plank. Somit haben wir jetzt alles dabei, was wir brauchen für das Häuschen. Und da steht es auch schon. Und dann gehen wir einfach mal rein und begutachten es. This house is perfect for a great hero like you, but it is a little empty. You should start by building a bed. Und praktischerweise haben wir gleich den Blueprint dazu bekommen. Also raus in den Blueprint, in die Blueprints, hier nicht, sondern hier, Essential, ein Bett ist essentiell, also, zack, das ist das Bett. Some extra building materials are right by my house with the green roof. Feel free to help yourself to them. Once you build your house, let's go inside. Ja, das haben wir schon gemacht. Tomorrow we should start chopping trees and mining ores. Dalton said he could set us up with some new tools in the morning.
können ihr ein Kompliment machen. Stop, you're going to make me blush. Und hier oben sehen wir, es ist Montag, es ist Tag 1. Und darunter sehen wir eine Leiste. Und das ist quasi unsere, nicht unbedingt Energieleiste, aber wie soll ich sagen? Ja, das ist die Tageszeit quasi. Und die Zeit vergeht hier nur, wenn man Aktionen macht. Wow, so the rumors are true. It's really you. Vita, our savior from the dark wizard, is alive after all. What? You don't recognize me? But we did so many quests together. Maybe the dark wizard's magic wiped away your memory. Well, in any case, this is cause for celebration. I've decided I'm moving into town right away. Hopefully you can remember all the funny jokes I told you on our past adventures. So, wir können jetzt auch Daltons Haus bauen. Natürlich machen wir das sofort und der bekommt das Haus hier. Wobei... Nö, das machen wir anders. Wir können nämlich hier auch moven. Das heißt, wir können jetzt einfach unser Haus mitsamt dem Inhalt schnappen und einfach herumschieben, wie wir wollen. Wir haben hier nämlich einen, eine Mailbox, einen Postkasten und darum stellen wir hier unser Haus hin. Come visit me first thing tomorrow in my house. I have a really neat idea for this town. In case you didn't know, you can go to sleep early by interacting with your bed. Was haben wir hier? Select elevate move in build mode to move any object. Ja, das haben wir schon gesehen. 100 Dewdrops. Wir haben noch keine Werkzeuge, um das Zeug hier alles verarbeiten zu können. Place dirt flooring to create stairs. Genau, wir gehen einfach hier in den Build Mode. Flooring. Machen hier eine Dirt Road. Zack, und dann können wir schon hier rauf. Und was wir auch noch machen, wir machen das hier wieder zu. Und wenn wir jetzt da rüber spazieren, dann können wir da die Truhe holen. 10 Grassy Earth. Wir könnten auch das ganze Land flach machen. Wir können jetzt auch sagen, zack, wir nehmen jetzt einfach die Bäume und stellen die in eine Reihe auf. Und wir können dann einfach hier durchgehen. Okay. Jetzt ist nicht viel, was wir noch tun können. Also werden wir uns ins Bett begeben. Und wir sehen... Wow. Ziemlich viel aufgestiegen. Hier levelt irgendwie mit der Zeit alles hoch. I got a good night's rest. Dann haben wir hier was in der Mailbox. Dear Vyta, you're doing a great job with rebuilding Littlewood. Here's a gift I got for you. 100 Dewdrops. Danke sehr. Wir sollen Dalton in seinem Haus besuchen. Hey Vytau, this is a cozy house that you've built for me, thanks a lot. Now us heroes finally get a chance to relax. So I had this really cool idea for Littlewood, but when I woke up I forgot it. I guess I'll just tell you all of the funny jokes I've heard since we last met. Okay, you ready? Two ogres walk into a shop. One says to the other, hey, do you think they serve human here? Guess what the other one says? Wait, I just remember my idea for Littlewood. This town needs a shop. It would probably attract a lot of travelers. Each new person could help you repair your memory, regain your memory too. Einen General Shop. Okay.
Den werden wir Structures General Shop. Den werden wir hier herbauen. Hätte ich gesagt. Passt hier gut hin. Hübsch. This shop is perfect. Oh yeah, I stocked some neat tools. You can have them if you'd like. Those gloves will be useful for picking fruit and planting crops. That pickaxe will break any stone or ores around here. And that axe can be used to chop down trees for spare wood. Ja, sag ich. Danke sehr. Okay, hier sehen wir Rewards. Wir könnten hier jetzt 100 spenden. Dann dauert das ein bisschen. Und wenn wir genug gespendet haben, dann passiert immer was Schönes. Dudley, Wützau, is that really you? My goodness, how much you've grown. Willow sent me a letter saying that you've survived the fight with the Dark Wizard. I was so worried about you on your adventures. Hmm, you don't remember much? That's okay, Wützau. What matters is the world is safe now because of you. Maybe this old man can lend a hand with rebuilding this town. Gut. Wenn du helfen willst, bitteschön. Ich glaube, wir machen trotzdem was. Ich möchte dieses Haus hier eigentlich hier hin haben. Und Dudleys Haus. Ja, vielleicht hier gleich anschließend. Und hier rüber und hier rauf. Ja, ich glaube so. So können wir das lassen. Schauen wir mal rein. Wunderschön. Thanks for building a house for me, Wützau. It is perfect. I think I will make many good memories here. Speaking of memories, do you remember how to fish? So it looks like I'll have to teach you all over again. Wir haben ein Fishing Rod bekommen. Sehr cool. Fishing requires a lot of patience. Be sure to cast your line next to fish, not on top of it. Then you have to wait for the bite before reeling it in. So, das versuchen wir jetzt gleich mal. Hier haben wir einen Fisch. Also nicht drauf, sondern daneben. Zack. Und ein Lilypad haben wir bekommen. Können wir jetzt die... Können wir noch nicht machen. So, hier haben wir Holz bekommen. Hier haben wir ein bisschen Stein dazu. Weeds haben wir bekommen. Und hier oben sehen wir, mit jeder Aktion bekommen wir erstens XP. Hier Mining XP. Hier bekommen wir Woodcutting XP und vor allem die Leiste füllt sich. Und je weiter sich die Leiste füllt, desto eher wird es dann Abend und desto eher müssen wir dann ins Bett gehen. So, hier können wir wieder Weeds holen. Wir können... Okay, wir haben noch nichts zum Watern. Hier ein bisschen Steine farmen, sammeln. Die können wir auch mal wegmachen, vielleicht. Und man sieht, die Welt ist nicht besonders groß. Aber ich habe gerade gesehen, da oben ist noch eine Truhe. Und außerdem Wasser, wo man fischen kann. Weil da eben noch ein Fisch drin ist. So, also
nicht drauf, sondern daneben. Hier können wir zum Beispiel gar nicht. Da könnten wir... Da würde sich doch anbieten, das hier einfach um eins heben. Dann können wir diesen Fisch hier fangen. Jetzt können wir hier rüber gehen noch und haben im Endeffekt die ganze Stadt schon erkundet. Mehr ist die Stadt hier nicht. Und man hat gesehen, wir haben genügend Aktionen gemacht. Es wird jetzt finster, es wird dunkel. Und diese beiden Gebäude, die können wir uns kurz ansehen. Hier kann man Plain Bricks reinschmeißen und nicht Plain Bricks reinschmeißen, wir schmeißen hier Steine rein und bekommen Plain Bricks dafür, ja. Wenn wir hier dann weiter spenden, dann können wir auch andere Materialien hier reinwerfen und verarbeiten. Und hier ist eigentlich das gleiche, nur mit Holz. Wir müssen allerdings jetzt ins Bett, weil die, die Leiste voll ist. Und man sieht, jetzt bekommen wir auch für die Aktionen, für alle Aktionen, die wir machen, bekommen wir auch Erfahrung. Und es ist Mittwoch. Wir sprechen einfach mal mit jedem. Do you remember the first time we fished together? That wizard really did a number on you. You were very young then. As for me, I was in my prime. We went out on my old boat on Lake Okeewokee and fished all day. I had to cover you up with cold towels because your sun burns. We still had a lot of fun out on the water though. And now because of you, folks everywhere can have days like those again. Die halten alle große Stücke auf mich. Was sagt Dalton? Hey Wüzau, I know, my face looks terrible. This morning I was trying to pick some weeds around my house and a big dragon wasp stung me right in the face. I'm going to craft a bug net and I'll catch every last one of those bugs. Ja, gib mir auch ein Netz. Hey there, Wüzau. I hope you're getting accustomed to your new home here in Littlewood. Now that you're here, we can start thinking big. I think our next step for this town is to start earning some dewdrops. All over Solheim, there are many travelers and merchants looking for neat things to buy. We need to build a marketplace. Ein Kalender, den machen wir hier dazwischen. Und den Marketplace, der ist, oh, der ist groß. Der ist groß. Den bauen wir vielleicht. Ha. Wo bauen wir den hin? Bauen wir den vielleicht hier hin? Dazu müssen wir auf jeden Fall mal diese Sachen hier beiseite schaffen. Die Bäume hier hin. Weed werde ich dann gleich aufsammeln. So, jetzt glaube ich, soll's passen. Genau. Wunderbar. Sell one items per stand. An empty barrel, really cool. So, und jetzt können wir hier Dinge verkaufen. Zum Beispiel Fische. Oder Weeds.
Und wir können auch natürlich wieder neue Fische fangen. Ein Tetra. Ein Bugnet haben wir leider nicht. Was mir jetzt aber gut gefallen würde, wenn ich zumindest hier auch wieder... Ah, ich kann hier nicht runtergehen. Wir könnten eins machen. Nö, ja, oh ja, können wir schon. Wir können eins machen. Wir setzen das hier so rüber. Machen hier. Ah. Nö. Hm. Machen das so hier. Und jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nö. Das nicht. So und so. Aber jetzt. So, und hier können wir jetzt drunter. Genau. So können wir schnell hier hin und her. Ich versuche jetzt mal, den so stehen zu lassen und bin gespannt, ob der Baum wieder wächst. Oh, das war jetzt doof. Da haben wir jetzt die Leine direkt auf den einen Fisch drauf geworfen und konnten so nur den einen fangen. Tja, ein Bugnet haben wir jetzt noch nicht, aber vielleicht, wenn wir jetzt hier reinschauen. Nö, hat auch keins. Welcome to Littlewood's General Shop. There are new items and furniture on Tuesdays and Thursdays. Okay, also nur zweimal die Woche. Sprich, morgen quasi. Weeds. Und dann werden wir wieder ein bisschen... der nächste Versuch wird sein, die Bäume so zu lassen. Und schauen, ob die wachsen. So, dann machen wir jetzt ein bisschen die hier. Okay, Wooden Planks haben wir jetzt alle gemacht, die wir machen können. Jetzt haben wir hier noch ein paar. Die machen wir jetzt, da kann ich die Taste gedrückt halten. Die machen wir jetzt so lange, bis wir keine Energie mehr haben, und zwar jetzt. Und jetzt gehen wir ins Bettchen. Okay. Und es ist Donnerstag. So, einmal mit allen sprechen wieder. Hey, Vito, I forgot to tell you something yesterday. While you were out adventuring, this old man found his green thumb. I grew all types of veggies on my old farm. It was quite rewarding. In case you wanted to try growing some crops, I wanted to give you this. First you place some tilled soil down, then you place some crops on top. There are many types of crops in Salem. I'm sure you will discover all of them. So, wir haben Karotten bekommen.
Und somit machen wir folgendes. Till Soil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier spazieren wir jetzt drauf oder auch nicht. Items. Nö. Hier. Carrot. Jetzt können wir hier drauf packen. Das sind jetzt unsere Karotten. Da haben wir unseren Bubsy. Hello there. I was walking in the woods and I stumbled upon this town. Some folks are saying that your boots are the hero of Salem. I expected you to look a bit more heroic. I'm Bubsy, Salem's great chef and fashion connoisseur. This place looks to be in desperate need of my good food and fashion sense. I'm sure my signature slime pudding or my bubbly dragon drink would satisfy your townsfolk. Na dann, komm, zieh ein bei uns. Zuerst sprechen wir noch mit den anderen. With a marketplace, new travelers and merchants will appear to buy your items. I recommend selling any weeds and meteorites that you find laying around. They actually sell for quite a lot of dewdrops. To Wüzau, I fixed my face, can you tell? Also, I made some bug nets so that we can catch all of those pesky dragon wasps. Here you can have the good one. Dankeschön. Dann haben wir hier noch drei Mails. Dear Wüzau, just wanted to let you know that I crafted my first wooden plank. How many have you crafted, Dalton? Mehr, auf jeden Fall. Dear Wüzau, those gobbies love eating weeds, don't they? Congrats on getting level 5 in merchanting. 50 Dewdrops, sehr cool. Dear Wüzau, I like slime apples, but not if they are rotten. If I find rotten ones, I usually throw them at Willow. Want to try it with me sometimes, Dalton? Wir sind im Build Mode. Bauen hier Bubsys Haus rein. Nö. Ich will jetzt doch was anderes machen. Ich will den hier doch hier rüber haben. Das Ganze hier um eins verschieben. Auch das um eins verschieben, damit wir hier eine gerade Strecke quasi haben. Ich wüsste jetzt noch zu gerne, wie ich das Zeug wegmachen kann. Lower oder Destroy? Nö, nicht das Haus. Ich will das darunter zerstören. Versuchen wir mal Folgendes. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und jetzt wieder hingemoved. Zack. Und hier hin damit. Wobei, machen wir das so hin. Ja, sieht ganz cool aus. Und vorerst mal so. Und bauen jetzt hier Bubsys Haus hin. Carrots take about 2 days to grow. You can sell them for dewdrops or use them as cooking materials. Carrot cake. Sure sounds good right about now. So, Bubsy. This is smaller than I normally used to, but I think it'll do. Living in the same town as our hero is definitely a nice perk. Well, for the rest of today I'll be shampooing my feathers. Perhaps tomorrow we can walk around Littlewood together. Perhaps. Wir holen uns erstmal einen Fisch. Dann
dann holen wir uns hier die Dewdrops ab, weil wir hier verkauft haben. Und dann verkaufen wir hier mal die Fische und den Rest Weeds. Donnerstag haben wir, jetzt gibt es neue Angebote, hier ein Stein, hier Ships Hull Wallpaper oder ein Nightstand. Wir kaufen jetzt einfach mal einen Nachttisch. Warum denn nicht? Den werden wir auch gleich mal bei uns im Haus platzieren. Beziehungsweise bauen. Ist kein Essential, ist nur dekorativ. Stellen wir hier oben hin. Sieht einfach nett aus. A plain nightstand, genau. So, dann schauen wir mal hier, ob wir hier das einfach fangen können. Ein Flutterfly. Okay. Funktioniert ziemlich einfach. Hier ist auch noch eine Flutterfly. Die Bäume sind noch nicht gewachsen. Hier ist auch noch nichts gewachsen. Ein Weed. Flutterfly. Ein Slime Apple Tree. Und hier können wir Slime Apple Trees kaufen. Beziehungsweise anpflanzen. Dort hinten sind wieder Fische. Hier haben wir Nyx. So. Wie gesagt, nebenbei auswerfen. Nicht direkt drauf. Hier ist noch. Hier ist noch einer. Ein Fischi. Da kommen wir so nicht hin. Vielleicht machen wir das jetzt mal. Oh! Das war jetzt schade. Oh, das habe ich. Das habe ich zu viel. Zweimal. Ups. Ah, hier komme ich nicht drüber. Aber ich kann hier hinten durchgehen. Das ist auch cool. Den Rest machen wir mal Wooden Planks. Nicht Wooden Planks. Hier. Plain Bricks. Okay, haben wir jetzt auch nicht mehr. Dann machen wir jedem nochmal ein Kompliment. I don't get out much nowadays, so hearing your kind words really make me feel special. Makes me feel special. Hang out. Woohoo, I'm pumped. Okay, jetzt geht er mir nach. Ich weiß noch nicht, was das so richtig bringen soll. Gobby merchants will pay a good price for weeds, since it's their favorite snack. I'm not sure if they eat meteorites, though. Okay, mit dem können wir jetzt rumlatschen. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen.
Ui, Mining Level 6, Craft, Crafting, Mining Level 5, Crafting Level 6, Merchanting Level 9. A good night's rest, I'm feeling happy. Remember that time we found a treasure chest in the Derberos Desert? Derberos Desert. A whole airship was buried under the sand. Then we got attacked by an enormous dune worm, all thanks to me. We sure had a grand adventure together, Vito. One of the most important blueprints is the desk. Building one for a townsfolk will let you see their request for their home. I think that Dalton fellow will give you a desk blueprint eventually. Und hier wachsen jetzt schon fast unsere... Also sie wachsen schon, aber sie sind fast fertig. Unsere Karotten. Good morning, Wützau. I've come up with exactly what Littlewood needs. Gone are the days of your townsfolk eating plain slime apples, twigs and rocks. Eine Tavern. Die würde doch wunderbar hierhin passen. Hierhin. Ja. Und was wir jetzt auch noch machen, um ein bisschen Platz zu schaffen, packen wir das hier rüber. Ja, ist schön. Oh my, you did a great job with this tavern. This will be where we create many masterpieces. My mind is racing with the possibilities. There are so many recipes to discover. You know, if you try hard enough, you could be the second best chef in all of Solem. I, of course, will always be the best chef. Let me show you how to properly cook in our new tavern. This is where you can add ingredients to mix together and discover new recipes. This is called a bubble pot. It's one of our three methods of cooking. Just interact with it to mix two of your active ingredients together. This is the food pantry where you can see your current dishes for sale. Every day the townsfolk will eat a dish and leave behind dewdrops. Over here is your collection of discovered recipes. Once you discover the new recipe, you can instantly cook it again here. Well, go on and have a look around. Schauen wir mal. 0 von 40. Jeweils 0 von 40. Wow. Das heißt, wir können uns jetzt hier hinstellen und zum Beispiel einen Fisch hier mit Weeds mischen. Kann das funktionieren? Can't make a recipe with these ingredients, I should try other combinations. Okay. Ups. Kann ich die irgendwie wieder rausnehmen? Achso, und hier können wir es reinpacken. Also hier, keine Ahnung, diese beiden? Nö. Nö, nö, nö. Den hier mit einem Lilypad. Ja, wir haben noch zu wenige Zutaten, die gut passen würden. So, wir haben hier wieder einiges zu einzusammeln. Yay, eine Flutterfly. Oh, fishy, fishy. Sehr schön. Zwei Minnows. Eine Flutterfly. Hier leider kein Fisch. Aber hier dafür eine Flutterfly und wieder ein Fisch. Den Baum können wir ernten. Slime Apple.
Und den können wir jetzt auch sofort wieder pflanzen als Slime Apple Tree. Hierhin zum Beispiel. So, ab in die Tavern. Schauen wir mal, ob wir nicht doch was rausbringen. Nö, nicht wirklich. Wenn ich hier zwei gleiche mache, wird auch nichts. Nö. Wir brauchen eindeutig noch mehr andere Zutaten. Hier werden wir die Flutterflies und zwei Minnows verkaufen. Ich denke, am nächsten Tag jetzt werden die Karotten fertig sein. Das hier... würde ich gern ernten. So. So, was können wir hier oben noch machen? Nix. Ich zu wenige, also genau 0. Ja, es gibt später auch noch... Ah, Moment, hier. Wieder 3. Congratulations on a level 5 in mining. There isn't anything you can do as long as you work hard. You can't do. Okay. Dear Buta, I just want to say you're such an inspiration to all of the townsfolk. The Luca coin? Okay. I am very happy living in my cozy home here in Littlewood. Thanks for having me here, Dudley. Perfect. And did you know that you can turn those ores into bars at the smelter? Wood can be crafted into planks at the lumber mill too. Das haben wir schon gemacht. Dankeschön für den Hinweis. You know, Dalton made a good point this morning. He says you need an official title and your own office. What do you think your title should be, Wützau? Mayor Wützau. It's decided you're officially Wützau Mayor of Littlewood. That has a nice ring to it. Now our new official mayor is deserving of an official building, a building where you can write new rules for Littlewood and for the townsfolk. My office. Da haben wir auch schon den perfekten Platz. Nämlich hier. Hier. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Da ist unser Schreibtisch. Wow, your own official office. It's very fitting for Littlewood's mayor. Over there is your brand new office chair and desk. That's where you can sit and make new town wishes. That plaque on the wall is also very important. You can view Littlewood's town beauty score. Well, Wützau, check it out. Town beauty. Town wishes. Littlewood. Town Wishes. Refresh every Wednesday and Saturday. Also wir können jetzt sagen, plus ein Bug Spawn Chance, plus 2 Fruit Trees allowed, plus 15 Town Decor allowed, plus 2% Chance to catch an extra fish. Ich fische gerne, also mache ich das mit den Fischen. Ah, sehr schön. Okay, ich glaube, wir machen jetzt hier mal diese beiden Bäume tot. Haben jetzt einiges an Holz bekommen. That Dalton fellow seems to be a very good friend of yours. Good friends like him are hard to come by. Ja, nur blöd, dass wir uns an nichts erinnern. Zack, das gibt Crafting XP, das gibt Rohstoffe, das gibt alles Mögliche.
das wir gut gebrauchen können. Niemand zu Hause. Okay, hier ist ohnehin niemand und hier auch nicht. Okay. Ja, ich denke, wir haben hier genug gemacht für diesen Tag. Und wir steigen fleißig auf. Sowohl in Freundschaft als auch in Skills. So, und hier die Karotten sind erntebereit, bereit abgeerntet zu werden. Und ich bin mir sicher, die ganzen Leute hier in der Stadt bzw. im Dorf haben wieder tolle Ideen, wie wir das die Stadt neu weiter ausbauen können. Gut, ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.